Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stimme Video auf diesem Kanal. Okay, ich sollte mir was Neues einfallen lassen. Es wird, glaube ich, langweilig mittlerweile. Egal! Topic heute ist. Ja, ich. Bruh. Bin ich. Perspektivenwechsel. Ich dachte mir schon, dass die Perspektive nicht gut ist. Egal, wir machen das Intro jetzt nicht nochmal. Also, das. Also, dieses Video dreht sich um mich. Und zwar um Fakten, die man vielleicht noch nicht ganz so weiß. Maybe schon. Aber ich dachte mir, ich mache ein 30 Fakten über mich Video. Aber nicht mit so Fakten wie ich bin 23, sondern ein paar andere Fakten sehen Sie jetzt. Piu, Blende. Okay, also fangen wir an mit meinem Geburtsort. Und zwar bin ich in Troisdorf geboren und alle möglichen Leute sind immer wieder zu ihrem Geburtsort hin, so keine Ahnung. Ich bin in Köln geboren worden. Ich wohne in Köln. Ich bin in Düsseldorf geboren worden. Ich wohne in Düsseldorf. Ich bin in Troisdorf geboren worden und war da vielleicht einmal zum Umsteigen. I don't know. Mein jetziger Wohnort ist in Köln. Das ist übrigens Fakt Nummer 2. Soll ich die Zahlen vorher sagen? Fakt 2! Ich wohne eigentlich jetzt, also ich wohne momentan in Köln mittlerweile. Fakt ist, dass ich es schon seit 6, 7 Jahren hier schaffen wollte, jetzt hier wohne. Komischerweise denken die Leute, ich bin aber gebürtige Kölnerin, obwohl ich hier erst seit 4 Monaten wohne. Fakt 3. Meine Zehen sind schief. Mit schief meine ich schief. Normalerweise, ich würde sie jetzt euch zeigen, aber 50 € pro Bild. Auf jeden Fall, die gehen nicht so wie normale Füße, sondern meine Füße sind gerade und dann gehen die Zehen so, wenn man sie nebeneinander stellt. Keine Ahnung. Ich muss halt, glaube ich, eine Zehkorrektur machen oder so. Soll ich das hier anmachen? Hübscher. Wow. Fakt 4. Als ich ein Kind war in der Grundschule, haben wir Jungs fangen Mädchen gespielt. Und die Erstklässler, also ich war in der dritten Klasse und die Erstklässler haben Mädchen fangen Jungs gespielt. Und irgendwie ist dann ich war relativ groß in der Grundschule. Und ich war da schon 1,30 und so ein 90 cm Kiddo hat es irgendwie geschafft, gegen mich zu rennen und seinen Zahn in meinen Kopf zu rammen, weshalb ich dann ein Loch im Kopf hatte. Und ich habe hier auch immer noch so eine kleine Narbe. Und ich dachte mir erst so, oh, scheiße, blauer Fleck und dann, oh, alles voll mit Blut. Ja, schwierig. Fakt 5. Ich habe früher immer diverse Videos aufgenommen. Damit meine ich jetzt nicht solche Videos wie jetzt, wo ich Sachen erzähle, wo ich Sachen mache, teste, Make-up, bla bla. Sondern ich habe Videos aufgenommen. Pics? Zu Musik. Und zwar habe ich immer mich mit Freunden getroffen. Dann hat einer seine heruntergeladene illegale Musik angemacht. Und wir haben dazu ein bisschen getanzt. Und ich muss sagen, das war sehr lustig. Und eine sehr schlechte Kameraqualität. Fakt 6. Ich habe den Drang, immer meinen Style ändern zu müssen. Ich schaffe es nicht, einen Style beizubehalten. Das ist für mich einfach so ein Punishment, gleich auszusehen, immer wieder. Deswegen muss ich nach einer angemessenen Anzahl an wenigen Wochen auch meine Haarfarbe ändern. Apropos, ich brauche eine neue Haarfarbe. Rezension bitte in die Kommentare. Fakt 7. Mein erstes Shiny Pokémon in Pokémon Go war ein Wablu. Und
Ich dachte, weil ich halt behindert bin, weil das ist Gold, dachte ich, alle Shinies in Pokémon Go wären Gold. Wow, Linda, du bist behindert. Oh, da ist ein Special Fact. Fällt mir gerade ein. Special Fact. Tatsächlich wurde ich getestet, ob ich behindert bin. Nicht, weil man sich dachte, oh lol, die ist vielleicht behindert, sondern weil bei einer Fruchtwasseruntersuchung damals meine Mutter herausgekommen ist, dass ich wahrscheinlich zu 99% schwerstbehindert werde in körperlichen oder geistigen Sinne. Dann wurde gesagt, ich soll abgetrieben werden und im Endeffekt wurde ich nicht abgetrieben, bin auf die Welt gekommen und bin kerngesund. Dann hieß es, dass ich keine Kinder kriegen kann und wegen meinem Chromosomfehler und dann hieß es, nachdem ich im Genlabor war, dass ich zwar Kinder kriegen kann, dann hieß es, dass ich Kinder kriegen kann, aber die auf jeden Fall komplett schwerstbehindert werden. Dann bin ich zum Genlabor in der Uniklinik in Bonn gefahren, habe mir das Blut abnehmen lassen und herausgefunden, dass ich zu 87% gesunde Kinder kriegen kann. Ob ich jetzt welche will? Nee, eher nicht. Aber immerhin schön zu wissen. Fakt 8, 8. Ich bin zu behindert zum Trinken. Also wenn Chris jetzt hier wäre, der wird das bestätigen, denn ich bin wirklich zu behindert zum Trinken. Wenn ich trinke, irgendwie läuft mir ständig Wasser runter. Also bei sowas wie Cola und so weiter geht das. Auch hier bei solchen Öffnungen, bei Dosen geht das. Aber sobald es an eine Soda-Stream-Flasche oder so geht, läuft mir das einfach runter. Ich bin einfach zu blöd dafür. Ich bin auch zu blöd, das in die Flasche reinzukippen. Keine Ahnung. Ich habe immer Stress mit Chris, deswegen, weil ich immer alles nass mache. Trinken ist einfach schlimm. Fakt 9. Ich bin immer down für Frittenwerk, obwohl es Fritten sind und fettig. Und wenn ich Diät machen will oder abnehmen möchte, wenn du sagst, lass uns zu Frittenwerk, ich bin dabei. Fakt 10. Wenn ich Minecraft spiele und am Strip-Minen bin, habe ich immer einen hohen Puls. Und zwar so hoch, dass ich teilweise leicht anfange zu hyperventilieren, wenn ich nur Lava höre in der Nähe. Minecraft Strip Mine ist nichts für mich. Trotzdem tue es immer wieder und es ist immer schrecklich und vielleicht haben Leute schon in diversen Streams gesehen, wie ich agiere. Es ist nicht schön. Fakt 11 ist, ich habe eine relativ große Clipper-Sammlung dafür, dass ich nicht rauche. Ich habe, glaube, 20, 25 Clipper mit verschiedenen lustigen Farben, Formen jetzt nicht, aber Mustern und Motiven drauf. Ja. Ich nutze diese nur, um Kerzen anzumachen oder ein Räucherstäbchen. Oder um auf Partys Freunden ein Feuer zu geben, wenn sie mich danach fragen. Komplett unnötig. Fakt 12 ist, ich bin immer down für Brettspiele. Pix, geh bitte nicht in meinen Schrank. Pix, 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 Pix. Und zwar alle möglichen Brettspiele. I like Brettspiele, Kartenspiele, Würfelspiele, alle Spiele. Ich bin so ein Fan von Spielen. Die sind mein Leben. Also, wenn du Bock hast auf Brettspiele, Fakt 13 ist, ich habe eine unglaublich unangenehme Art von Cola-Sucht. Obwohl ich immer wieder sage, Wasser schmeckt viel besser und ich will keine Cola mehr trinken, trinke ich immer wieder Cola. Und dabei ist es scheißegal, welche Cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Afri-Cola, Mio-Mio-Cola, Pix, Red Bull-Cola, scheißegal. Irgendwie mag ich jede Cola, obwohl ich als Kind einfach keine Cola mochte. Cola. Fritz-Cola habe ich vergessen. Ah! Pix! Was viele nicht wissen, ist, ich habe ein Yoshi-Tattoo, aber es ist unfertig und das seit 4 Jahren und es befindet sich hier an meinem Bein. Und ich weiß nicht, ob dieses Tattoo jemals fertig wird, weil ich irgendwie so ein Mensch bin, der lieber ein neues Tattoo macht, als mal die fertig zu machen, die man hat. Fakt 15. Duschen ist für mich das Schlimmste ever. Denn ich muss aufpassen, dass ich meine Haare nicht falsch wasche. Ich finde es schlimm, nass zu werden. Ich
Okay, nicht so schlimm, aber ich finde es schon irgendwo schlimm. Ich finde, Duschen ist eine Zeitverschwendung. Mir wird zu warm unter der Dusche. Wenn ich kalt dusche, wird mir zu kalt unter der Dusche. Ich finde, man wird schrumpelig. Ich finde es einfach nur schrecklich, diese Zeit unter der Dusche zu sein. Da muss ich Haarpflegeprodukte in meine Haare tun, die dann 5 Minuten einwirken müssen. Dann habe ich noch so eine Haarmaske, die ich manchmal reintue. Die muss 10 Minuten einwirken. Was für eine Wasser- und was eine Zeitverschwendung, in der Dusche zu sein. Oh! Fakt 16 ist, ich differenziere zwischen unterschiedlichen Scheren und zwar ständig. Ob es jetzt eine Lederschere ist, eine Stoffschere, eine Papierschere, eine normale Schere, eine Kinderschere, ich differenziere von diesen Scheren und ich bin super sauer, wenn jemand eine Papier. Da ist gerade irgendwas explodiert draußen. Okay, ich bin super sauer, wenn jemand eine Papierschere benutzt, um ein Plastik. Käsepackung aufzuschneiden, Chris. Boah, da fliegen so viele Vögel jetzt lang. Aber ich sehe nichts. Auf jeden Fall ist das für mich einfach No-Go. So, weil 18 Euro Papierscheren sollten nicht benutzt werden, um Plastik damit aufzuschneiden. Dadurch werden sie stumpf, es ist behindert. Stoffscheren sollte man nicht mit Papier schneiden. Benutzt eure Scheren richtig, Mann. Ich habe angefangen, Kaffee zu trinken, als ich Chris eine Kaffeemaschine zum Geburtstag geschenkt habe, letztes Jahr. Und ich bin relativ schlecht im Kaffee trinken, denn mein Kaffee besteht immer aus 20% Kaffee und 80% anderen Scheiß wie Milch oder Kakao oder Haselnusssirup. Ich weiß gar nicht, ob der Kaffee dann so viel bringt. Fakt 18 ist, ich habe eine unglaublich starke Knoblauchsucht. Leute sagen schon so, ja, wenn da eine Knoblauchzehe steht, dann mache ich halt irgendwie, keine Ahnung, drei, vier rein. Ich mache halt gerne auch mal drei Viertel ganzen Knoblauch rein, denn keine Ahnung, ich finde Knoblauch nice. Ich esse den, ich snack den so. Wahrscheinlich haben andere Leute das auch und wahrscheinlich auch noch schlimmer. Aber ich stehe auf Knoblauch, ich stehe auf den Geruch. Andere Leute sagen, ich habe Knoblauch gegessen oder Aioli gegessen. Ich putze mir erstmal die Zähne. Und ich denke mir so, das ist geil, putz dir nicht die Zähne. Also, es riecht einfach lecker. So wie andere Leute Benzingeruch geil finden. Okay, ich finde Benzingeruch auch nice. Mal ehrlich. Aber es ist schädlich. Aber die meisten Dinge, die man mag, sind schädlich. Fakt 19. Ich habe mir als Kind mal meine ganzen Zähne ausgehauen vorne, indem ich auf einen Sofa rumgesprungen bin und ausgerutscht bin und auf eine Marmortischplatte geknallt bin mit Gesicht voraus. Danach durfte ich erstmal im Mund operiert werden und ich habe scheinbar sehr, sehr laut geschrien und sehr, sehr viel geblutet, laut meiner Mutter. Ja, dann hatte ich, bis meine bis meine richtigen Zähne kamen, also so circa mit 8 oder so, hatte ich keine Zähne hier vorne. Gelispelt habe ich aber nie tatsächlich. Fakt 20. Ich kenne meinen Vater nicht. Ich weiß seinen Namen, ich weiß ungefähr, wo er wohnt, durch BAföG-Amt und sowas. Und ich weiß, wie er aussieht durch Facebook. Gerade gespuckt. Allerdings war er nie in meinem Leben und ich habe ihn noch nie kennenlernen können, nicht dürfen. Meine Schwester allerdings war mein Vater und seitdem ich ihr mal an Vatertag gratuliert habe, wegen alles Gute zum Vatertag, du warst der Vater, den ich nie hatte, erwartet meine Schwester jedes Jahr von mir, dass ich ihr zum Vatertag gratuliere und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann Vatertag ist, weil er ist immer unterschiedlich, glaube ich, oder? Ich weiß auf jeden Fall nicht, wann Vatertag ist. Und jedes Mal, wenn ich ihr nicht gratuliere, ist sie mad. Ich hätte das nie anfangen sollen. Aber ich kann es mir auch einfach merken, wann Vatertag ist. Schwierig. Fakt 21. Ich besitze ein DJ-Pult. Ich habe aber keine Boxen, um diesen zu benutzen. Das Einzige, was ich habe, ist meine JBL Charge 3, um die anzuschließen. Und sind wir mal ehrlich, das ist nicht das Wahre. Und das kratzt ein bisschen. Fakt 22. Ich habe nie Star Wars gesehen. Generell habe ich auch nicht so Filme gesehen wie Herr der Ringe oder Der Hobbit oder dergleichen. Diese ganzen Filme, die jeder Mensch schon mal gesehen hat. Oder Serien wie Game of Thrones oder Rick and Morty. Das sind alles Sachen, die ich nie gesehen habe, weil ich einfach total beschränkt bin, scheinbar. Keine Ahnung. Ich schaffe es einfach nicht, mir Videos oder Serien anzugucken, die nicht komplett auf lustigen Assi-Witzen wie South Park oder Two and a Half Men basieren. Und für mich ist halt es auch sehr, sehr schwer, neue Serien oder sowas anzufangen, weil ich einfach gar nicht die Zeit dafür habe, weil mein Leben irgendwie darin besteht, jede freie Minute, die ich habe, in
Social Media oder in Zocken zu stecken und abends will ich schlafen. Fakt 23 ist, die meisten Leute finden Schwarz mega cool und das ist so das Coolste von allen. Ich persönlich finde Weiß aber viel cooler als Schwarz. Ich würde mir lieber weiße Dinge kaufen als schwarze Sachen. Und auch hier meine Logitech-Maus, die fast jede Sau hat, kaufen alle in Schwarz. Doch ich habe sie in Schwarz-Weiß geholt. Ich weiß, es trägt schwarze Lederjacke. Aber egal. Fakt 24 bezieht sich auf League of Legends. Und zwar, dass ich Angst habe, die Rolle als Support zu spielen, weil ich so verwirrt bin, was man als Support kauft, in welcher Situation, dass ich diese Rolle am liebsten gar nicht spielen möchte. Und wenn ich sie spielen muss, kommt der ADC in mir durch und ich attacke die Minions oder nehme Kills, was ich nicht möchte. Ich vergesse das Warden plötzlich, obwohl man das ja auch als ADC macht. Fakt 25 ist, ich habe früher Hip-Hop getanzt. Ich würde gerne wieder Hip-Hop tanzen, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit dafür. Dann dachte ich mir so, komm, nehme ich mir die Zeit dafür. Und dann bam, 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 Pandemie. Alle bleiben zu Hause. Das war's mit meiner Hip-Hop-Karriere. Meiner wieder angehenden Hip-Hop-Karriere. Trotzdem tanze ich immer noch gerne zu Hause, eigentlich fast jeden Tag und mache ein bisschen Dance-Moves. Fakt 26. Für mich ist die anstrengendste App aller Zeiten WhatsApp. Obwohl WhatsApp die entspannteste App eigentlich ist. Aber für mich ist es einfach so schlimm, WhatsApp zu öffnen und Leuten zurückzuschreiben, obwohl ich die blauen Haken aushabe und sowas. Es ist einfach nicht angenehm für mich, mit Menschen zu schreiben übers Handy. Auch bei Instagram und so weiter, aber da fällt es mir noch ein bisschen leichter. Ich weiß nicht warum. Schreibt mir bei Discord, Leute, wirklich. Ich habe eigentlich WhatsApp nur, damit ich halt mit meiner Fam schreiben kann, weil die keinen Discord haben. Fakt 27 bezieht sich auf meine Schlafphase. Und zwar, wenn ich zu früh ins Bett gehe, stehe ich zu spät auf. Und wenn ich zu spät aufstehe, fühle ich mich den ganzen Tag schlapp. Unangenehm. Es ist wirklich schlimm. Wenn ich so gegen 2, 3 Uhr ins Bett gehe, stehe ich um 8 Uhr auf und fühle mich den ganzen Tag fit. Wenn ich um 12 ins Bett gehe, stehe ich erst um 10 auf oder um 11 und dann bin ich einfach abgefuckt für den Whole Day. Fakt 28 ist, bezieht sich sowohl auf WhatsApp, als auch auf Facebook, als auch auf Instagram, als auch auf Messenger, als auch auf Telegram und dergleichen. Ich finde Memos bzw. Sprachnachrichten so anstrengend. Immer wieder schicken mir Leute Sprachnachrichten und ich sage, bitte schick mir keine Sprachnachricht. Ich habe keine Zeit und keine Lust dazu, mir diese anzuhören. Bei manchen Leuten geht's. Aber wenn ich zum Beispiel, mich fragt jemand was, ich antworte und er schickt mir eine Sprachnachricht zurück, denke ich mir so, warum soll ich mir das jetzt anhören? Du wolltest was von mir. Ich habe dafür keine Zeit. Ich bin entweder unterwegs oder ich bin am Arbeiten oder ich bin am Musik hören oder ich bin am Streamen oder irgendwie sowas oder ich bin am Reden mit irgendwem anders. Ich habe keine Zeit, eine Sprachnachricht zu hören. Wenn du irgendwas mir sagen möchtest, dann bitte schreib mir. Wenn es was Wichtiges ist, schreib mir. Dann schicken mir Leute eine Sprachnachricht und sagen, das ist wichtig, hör dir die an. Schreib mir doch einfach. Wenn das so mega wichtig ist, dann ruf mich an. Wenn mich jemand anruft, denke ich mir so, okay, krass, das muss wichtig sein, wenn er mich anruft. So, aber selbst das, kündige deinen Anruf vorher an, damit ich weiß, dass der wichtig ist. Weil manchmal sehe ich den Anruf und denke mir so, Bro, ich kann gerade nicht. Ich kann jetzt gerade nicht mir da was anhören. Ich habe dafür, Leute, ich bin unter Strom. Ich kann das nicht. Hört auf damit. Hört auf damit. Bitte. Bitte. Es ist nicht so schlimm, eine Nachricht zu verfassen. Vor allem die schlimmsten Sprachnachrichten sind, wenn jemand fragt dich, wann bist du da? Und du schreibst 15 Uhr und der andere schickt dir eine Sprachnachricht mit, alles klar, dann bist gleich. Und du denkst dir so, warum schickst du mir diese Sprachnachricht? Warum musste ich jetzt meine Musik ausmachen, um mir diese Sprachnachricht anzuhören? Vor allem sind meistens die Sprachnachrichten so leise, dass du deine Kopfhörer richtig laut machen musst, zum Beispiel, damit du das hörst, dann machst du Musik wieder an und ballerst dir das Trommelfell weg. Ich sollte aufhören, mich über Sprachnachrichten aufzuregen. Aber bitte schickt mir keine Sprachnachricht. Und jeder, der jetzt denkt, er ist lustig, weil er mir nach diesem Video eine Sprachnachricht schickt, ich höre sie mir eh nicht an. Es ist nicht witzig, es ist einfach nur störend und du redest umsonst in dein scheiß Handy rein. So, Fakt 29.
Ich bestelle immer dasselbe bei Subway und zwar immer ein Veggie Delight. Meistens auch mit denselben Zutaten drauf. Manchmal mache ich Gewürzgurken drauf. War ja selten. So, aber immer wieder dasselbe und immer dreifach Käse. Und Fakt 30 ist, ich finde übermäßige Muskeln bei Männern unattraktiv. Nicht im Sinne von, wow, das ist mega hässlich und voll eklig und so weiter, sondern ich finde es sexuell absolut nicht anziehend und sondern eher abstoßend als anziehend. Ich bin halt eher ein Fan von ja, definierten, dünnen, normalen Körpern als muskulösen Körpern. Ich weiß nicht, why, aber das ist so mein Flex, für, so was sexuelle Anziehung angeht. Ich finde das beeindruckend, wenn Leute ihren Körper so aufbauen können, dass sie sehr starke Muskeln haben. Das ist mega beeindruckend, dass man diese Ausdauer hat und das alles auf sich nimmt. Aber anziehend finde ich persönlich dies nicht. Gut, Freunde, das waren meine 30 Fakten über mich, beziehungsweise 31 wegen der extra Fakt, wegen dem extra Fakt. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns auf Twitch und keine Ahnung, nächste Woche in einem neuen Video. Vor allem wir sehen uns. Ihr seht mich. Ich sehe euch nicht. Aber ich sehe eure Names. Danke fürs Zuschauen, kommentieren, liken, sharing, bla bla bla. Guckt mal bei Instagram, Twitter und Twitch dabei vorbei. Thank you guys. Kuss geht raus. Ciao.